Edgar Kleve ist Experte. Normalerweise prüft er die großen Hühner, aber heute wird er selber geprüft, denn er qualifiziert sich weiter zum Richter für Zwerghühner. Die theoretische Prüfung hat er bereits bestanden, nun die Praxis. Viele Besonderheiten muss er im Kopf haben. Bei dieser Hühnerrasse wollen wir auch eine schöne, feste, geschlossene Haube haben, so wie sie bei dieser Henne hier vorliegend ist. Und das Ganze, diese Vorteile, aber auch eventuell Wünsche, die man am Tier hat, werden jetzt auf einer Bewertungskarte festgehalten und die bekommt dann der Züchter mit dem Tier mit. 80 Zwerghühner muss er bewerten. Aber es gibt noch deutlich mehr bei der Landesverbandsausstellung zu sehen. Über 300 Aussteller haben ihre Zuchterfolge nach Demmin gebracht, auch Jens Buchfink. Die Lockengans Wuselwilli lässt ihn nicht aus den Augen. Im Brüder geschlüpft und dann nachher eben, ja, Einzeltier und dann aufgezogen. Und so zahm. Sämtliche mecklenburgischen Rassen sind vertreten, wie die Pommerngans, der Stralsunder Hochflieger, die Mecklenburger Gänse oder der Stargarder Zitterhals. Die Züchter treibt derzeit die Angst vor der Vogelgrippe um. Die Zugvogelsaison hat begonnen. Millionen Tiere werden über unser Land fliegen. Man gewöhnt sich am Ende da doch ein bisschen dran, dass wir dieses Problem haben, wogegen wir ja auch im Moment nichts tun können. Wir müssen ja einfach abwarten und hoffen, dass es nicht ganz so schlimme Seuchenzüge sind, wie wir das in der Vergangenheit schon mal hatten. Wir sind relativ gut vorbereitet und man nimmt es dann so, wie es kommt. Sorgen bereitet den Züchtern allerdings die Zukunft des Verbandes. Wir haben eine große Jugendgruppe, die ist sehr erfreulich, dass es da so viel Zuwachs gibt, dass auch wieder dieser Trend sich eigentlich verändert im Moment, dass viele junge Familien wieder diesen Gedanken fassen, auch Tiere zu halten, einfach aus Selbstverpflegungssicht, sage ich jetzt mal, Fleisch und Eier. Und das ist natürlich ein guter Trend. Da fangen die Eltern an, die Kinder ziehen nach. Das ist gut, aber das muss noch viel, viel mehr werden. Edgar Kleve hat die 80 Zwerghühner begutachtet. Jetzt steht das Prüfungsgespräch mit dem obersten Preisrichter an. Warum soll die braun sein, die Außenfahne? Warum? Die brauchen wir fürs Flügeldreieck eigentlich nicht, aber für die Zeichnung Grundlage auch bei der Henne. Richtige Antwort, Kleve hat bestanden. Bis Sonntag gibt es viel zu sehen, wie diesen Hahn aus Indonesien. Bei dem sind nicht nur die Federn, sondern auch die Knochen und das Fleisch pechschwarz. Und mehr als 2000 weitere Tiere.